Moin moin und herzlich willkommen. Ich würde euch jetzt gerne mal das neue Achievement System in Crossfire Europe vorstellen. Das ist heute rausgekommen. So schaut's aus. Ihr kommt dahin, indem ihr entweder auf My Info und dann aufs Profile klickt oder indem ihr auf Challenge geht und dann hier eben rüber wechselt zum Achievement System. Ihr habt hier einige Ausdaueraufgaben quasi, wie zum Beispiel für Search and Destroy irgendwie möglichst viel spielen oder hier Ghost Mode möglichst viel spielen. Oder eben auch hier als letzter im Team Deathmatch den letzten Kill bekommen. Oder einfach so allgemein im Team Deathmatch killen. Dafür bekommt ihr immer wieder einzelne Bonus-Effekte, die so dann euer Gameplay quasi verbessern. So Ingame-Effekte sind das. Hier zum Beispiel, dass ihr im Knife-Match möglichst viel macht. Oder hier im Team, im Free-for-All möglichst viele Leute killt. Also hier erste Kills und so. Ihr habt hier tatsächlich relativ viele Sachen, die ihr so machen könnt. Für jeden Modus gibt es hier eigentlich was. Verbessert dann jeweils halt die ganze Sache. Ihr müsst das allerdings als Main Badge aktivieren. Also wenn ihr meinetwegen jetzt sagt, okay, hier, voll toll, ich bin gut im Team Deathmatch, aber auch in Social Destroy zum Beispiel jetzt. Und ihr habt dann hier meinetwegen Slayer auf Maximum und dann auch noch das hier Bomberman. Dann müsst ihr euch natürlich entscheiden, was ihr jetzt genau nehmen wollt. Und auch bei den einzelnen, hier gibt's zum Beispiel Respawning Time Reduced oder hier eben Team Deathmatch Winner XP Increased. Da müsst ihr euch selber mal entscheiden, was ihr da nehmt. Hängt von eurem Spielstil ab, ja genau. Und dann könnt ihr euch ja zum Mischen nochmal verbessern. Und dann habt ihr aber auch noch so ganz allgemeine System-Sachen, wo ihr eben einfach ganz, ganz lang so Sachen gewinnen könnt. Irgendwie hier Toe-Tags, wenn ihr davon insgesamt 200 Stück kauft, dann erhöht ihr die Chance, dass ihr da was gewinnt. Hier gibt es dann irgendwie, wenn ihr Clan-Matches spielt, dann könnt ihr da auch was gewinnen. Oder hier eben GP sammeln oder AP benutzen und so weiter und so fort. Das könnt ihr euch eigentlich alles mal angucken. Hat jedes so einen kleinen Bonuseffekt, manchmal auch so kleine Bonus-Items. Einfach mal reinschauen, ist meiner Meinung nach ganz cool.